jetzt gescheit zu Ende, gar nicht. ohne mich zu verhaspeln. Okay. Gut, dann lasse ich den Satz einfach angefangen im Raum stehen. Uhu, panzerbrechender Aufsatz. Das ist auch so ein cooler Spruch von Scratch. Kannst du ja später in dem Video mal anhören. Okay. Zack, zack, zack. Oh, oh mein Gott. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Au. Oh. Aufs Restbrett. Irgendwie blöd, weil man nichts sieht. Wie viel siehst du denn so in etwa? Immer wieder Einzelbilder oder was? Ah. Ja. Na gut. Also eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Was könnte man mal so erzählen, so allgemein? Allgemein? Ja, so. Irgendwas, was die Leute hören wollen. Ja, also die Rosa einhören, ja. Ja. Ach so, naja, gut, also ich weiß nicht, ob die Leute was über Rosa Einhörner hören wollen, aber. Also Rosa Einhörner leben auf der Neverland Ranch in Las Vegas. Ist diese Ranch wirklich in Las Vegas? Vielleicht steht hinter der Ecke noch eins. Ja. Okay. Und man kann da rosa Einhörner betrachten. Wenn man aber Glück wer hat. Wer füttert denn die rosa Einhörner, seit der Mikey weg ist? Ja, das weiß ich nicht so genau. Das sind, also die, weil. Die sind ja so schüchtern, so. Weißt du? Und in Las Vegas gibt es ja genug Abfälle. Von denen sich die Einhörner dann ernähren. Jetzt wissen es alle. Rosa Einhörner ernähren sich von Abfällen. Ja, normal. Wie halt alle wilden Tiere in Städten. Ja, aber keine Ahnung. Sie könnten sich auch von Gras ernähren. Ich glaub, oder von Menschen. Ja, ich meine gut. So blutrünstige ja, Einhörner. Einhörner des Todes. Einhörner was? Des Todes. Ja, ja, das wäre ein cooles Spiel. Weißt du, du läufst da so rum mit einem Einhorn. Du musst so Leute töten, mit einfach rosa so wahllos. Ja, genau. So Grand Theft Einhorn-mäßig. Ja, lass mal programmieren. Das ist bestimmt ein großes Spiel. Ich kann nur kein bisschen programmieren. Ja, das ist natürlich nichts. Also das bisschen, was ich kann, kommt aus dem Informatikunterricht, aber damit komme ich auch nicht weit. Ich weiß nicht, also ich kann Taschen manchmal programmieren, das weiß ich noch aus dem Informatikunterricht, aber ich glaube, ja, aber ich glaube, zu mehr reicht es nicht mehr. Ach doch, wir haben immer so lauter lustige Sachen programmiert, wie, das war zur WM irgendwie, wo es dann ging, ja, wird der und der gewinnen und man konnte einfach nicht Ja klicken. Man konnte einfach nur Nein klicken. Okay. Und dann hat er gezählt, wie oft man Nein klickt. Also wir sollten immer so Spiele programmieren und keiner ist mit diesen dämlichen Spielen fertig geworden. Doch, wir, also wie, bei uns ist das schon was geworden. Und unser Lehrer hat die dann immer mit Begeisterung gespielt. So, so dieses Pong und sowas. Ich erinnere mich, zwei Bekannte haben im Infounterricht ja, Moorhuhn nachgebaut. Und das war so dermaßen scheiße. Cool. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Schade, also wir haben, also ich habe so ein Pong-Ding gebaut mit diesen Steinen, die man so abschießen muss, weißt du? Ja, die ja, genau. Gehen. Hat ein bisschen geleckt, aber im Prinzip hat es funktioniert.
Ja, einer von den beiden, die das Mohorn gemacht haben, hat auch nachher so gesagt, ja, davor habe ich mich immer aufgeregt, wenn es in irgendwelchen Spielen geleckt hat, aber seitdem ich das einmal selber gemacht habe, weiß ich, dass die überhaupt nichts dafür können. Ja, wo er recht hat. Juhu, ich habe einen Granatenwurfaufsatz, Moped. Also, witzig sind immer die Spiele, wo man dann zwischendrin irgendwelche Grafikbugs hat. Ja. Oder auch die Spiele. Ich habe zum Beispiel letztens bei Two Worlds, ich bin da rumgefahren mit so einem Schiff und auf einmal bin ich so durch die Luft geflogen und dann war ich unter dem Meer und dann bin ich vom Meer wieder hochgetaucht. Okay. Das war total geil. Also ich meine auch gut. Oder in so einem auch gut sind ja auch so Glitch-Level, die mit Absicht eingebaut wurden, wie zum Beispiel bei Meat Boy, die einfach unglaublich hässlich sind. Ja. Richtig. Wo man sich denkt, was soll das? Warum habt ihr das gemacht? Einfach weil wir es können. Ich. Zeigen Sie, was Sie können. Bin unterwegs. Alles klar. Sprengt den Achtungsschalter. Aus Spaß. Damit jeder vorm PC sitzt und sagt, was soll das? Warum? Ja. Das ist genau derselbe Grund, warum Windows so schlecht ist. Richtig. Oh Mann. Windows ist extrem scheiße, muss man jetzt schon mal so sagen. Entschuldigung an alle Windows-Nutzer und an alle, die Windows toll finden. Nee, keine Entschuldigung. Das labert. Kommt alle in die Hölle. Richtig. Ah, ich liebe diesen Granatwerfer. Ah, das Ding ist so toll. Die haben Windows nur so scheiße gemacht, damit man irgendwie sich über irgendwas aufregen kann, glaube ich. Man kann damit einfach nicht arbeiten. Schon, aber es dauert. Ich weiß nicht. Also man kann schon damit arbeiten. Mit den alten Windows-Versionen konnte man noch gut arbeiten. Aber ich muss sagen, Microsoft hat versucht, die letzten Sachen einfach simpler zu machen. Aber das ist total fehlgeschlagen. Also die Sachen sind jetzt simpler, aber sie können auch einfach nicht mehr das, was sie sollen. Richtig. Wann sie es wirklich. Ach, was ich so schön fand. Früher, so ganz früher. Wo es noch so Disketten gab und sowas. Das war so cool. Da habe ich einfach eine Diskette im Laufwerk gehabt. Und dann ging es so: Diskette A kann nicht formatiert werden, weil sie noch nicht formatiert ist. Soll sie jetzt formatiert werden? Das war so eine wundervolle Fehlermeldung. Und ich habe mich einfach daran ergötzt. Ich habe vom PC gesessen und mich so darüber gefreut, dass ich so eine witzige Fehlermeldung habe. Ja, damals hat man sich noch über Fehler irgendwie gefreut, weil Fehler was Besonderes waren. Ja. Man hat so Pac-Man gespielt früher. Gott, und ich krieg diese. Ja. Ich krieg diese Melodie, dieses Fiepsen von dem ersten Internetmodem. Ich krieg das nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ja, weißt, ja. Was ich meine? Dieses, dieses Einwell. Boah. Ja. Ey, oh, das ist so. Oh. Ich krieg das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich muss das ständig irgendwie so. Keine Ahnung, ich kann das so schlecht nachmachen. Hast du es auf deinem iPod drauf? Ah nee, du hast keinen iPod. Auf deinem MP3-Player. Ich habe keinen iPod. Ich komm nicht in die Hölle. Auf meinem Handy? Nee, leider nicht. Ich habe keinen MP3-Player. Ich besitze was nicht. Mein MP3-Player ist mein Handy. Ja, gut, das konnte ich irgendwie noch nie leiden. Also nicht Leute, die sowas machen, aber ich konnte das selber noch nie leiden, auf dem Handy Musik zu hören. Ach so. Ja, das Ding ist endlich tot. Oh mein Gott. Das hat gedauert. Ich hoffe nur, dass es nicht noch mehr von den Dingern bekommt. Ah, chillen. Chillen. Ja, oh nein, jetzt. Oh nein. Ich bin bereit. Oh nein. Ich weiß ganz genau, was jetzt gleich kommt. Ich hasse es.
vorbei, Pilot. Sie sollten froh sein, dass ich überhaupt hier bin. Da draußen ist die Hölle los. Wir können das Zielgebiet sehen. Beginnen mit dem Überflug. Yay. Ihr Jungs solltet vielleicht in Deckung gehen. Sie bomben uns die Tür weg. Yay. Was ich mir schon immer gewünscht habe. Leute, die Türen für mich wegbomben. Richtig. Ich würde ja jetzt mitsingen, aber das bringt nichts bei dem, bei der Verzögerung. Das stimmt. Das war cool, das haben sie auf der Hochzeit gespielt mit den Dudelsäcken, das war geil. Okay. Das halt, ja, das ist total cool. Meine Schwester steht auch auf so ein Zeug, oder? Auf Tetris oder auf Dudelsäcke? Beides. Ja, also die hat erst, also die haben erst überlegt, ob sie eine Gothic-Hochzeit machen wollen. Aber irgendwie haben sie sich gedacht, das ist vielleicht ein bisschen schockierend für die Großeltern. Und dann haben sie sich auf Mittelalter geeinigt. Ja, ich glaube, Gothic und Großeltern ist immer so eine Sache. Ja, also ich meine, die Jugend, also oder die Jüngeren werden garantiert alle so bekommen, aber ich glaube, unsere Großeltern werden tot umgefallen und hätten sich fünfmal im Grab rumgedreht. Noch während sie über der Erde wären, hätten sie sich schon im Grab umgedreht. Richtig. Außer meine Oma, die hatte früher die Irokesen. Okay. Also väterlicherseits. Total die coole. So, dann wollen wir mal diese Brücke hier hochholen. Zack. Und da kommt die Brücke zu uns. Und wir schießen einfach mal wahllos in diesen Gang hinein, weil ich ihn nicht zielen kann. Was kannst du eigentlich? Ich kann Bass spielen. Nützt dir aber auch nicht jeder. Naja. Naja, okay, das ist recht. Oh nein, jetzt das. Das Ziel ist, also wir werden, das Team trennt sich jetzt hier und jeder muss einen Teil des Schiffes kaputt machen und ich muss natürlich in den asozialsten Teil von allen. Weil ich muss einmal durch die Druidenbatterie. Superkampfdruiden, überall. Nur. Macht Spaß. Ne, kein Stück. Wahrscheinlich eine Stelle des Spiels, die ich am meisten hasse. Aber es gibt einen lustigen Aufzug. Hier ist Delta